Der Dschungel von Costa Rica. Einer der artenreichsten Lebensräume der Welt. Besonders vielfältig und voller Leben ist das Dach des Regenwaldes. Ein abenteuerlicher Sehnsuchtsort, in dem es noch viel zu entdecken gibt. Und es ist ein sicherer Ort vor den Gefahren auf dem Dschungelboden. Hier will ich meinen Traum erfüllen. Ganz im Südwesten des mittelamerikanischen Landes gibt es nicht nur ein besonders hohes Baumhaus, sondern ein ganzes Dorf. Hier will ich mich für meinen Traum inspirieren lassen, Ideen sammeln und ausprobieren, wie sich das Leben hoch oben im Baum anfühlt. Zuerst besuche ich das Casa Perezoso, das Haus des Faultiers, das hier in den Baumkronen besonders gerne abhängt. Das Baumhaus steht auf Stelzen und ist bequem über eine Treppe zu erreichen. Aber trotzdem hoch genug, um vor den Baumkronen, den Canopies, umgeben zu sein. Canopy ist der Begriff für alles, was es in diesem oberen Stockwerk des Waldes gibt. Und das Baumhaus liegt wirklich mitten im Regenwald, ist nur zu Fuß erreichbar und eine halbe Stunde von der Basisstation entfernt. Ausgestattet mit Küche und Bad, aber ganz schön weit von der Zivilisation entfernt. Im ersten Stock finde ich eine Toilette. Fast wie in einem gewöhnlichen Haus. Das Wasser funktioniert hier oben im abgelegenen Dschungeldach einwandfrei. Gute Voraussetzungen für mein Vorhaben, ein alltagstaugliches Domizil zwischen den Kronen zu bauen. Das ist ein echter 360-Grad-Canopy-Blick. Rundrum nur Moskitonetze, aber man kann wunderbar durchschauen. Mein Baumhaus für die Nacht steht allerdings noch weiter und entlegener im Dschungel. Doch bevor ich dorthin gehe, will ich den Bauherrn dieses ausgefallenen Dschungeldorfs und eine seiner Baumhausbaustellen besuchen. Hier kann ich am meisten für den Bau meines eigenen Baumhauses lernen. Es ist ein ziemlich großes Baumhaus, das hier gerade entsteht. Eigentlich sind es zwei Häuser, die über eine Brücke miteinander verbunden sind. Wie die Konstruktion von Stelzen und Bäumen gehalten wird, muss ich im Detail festhalten. Dabei frage ich mich, wie das schwere Baumaterial wohl hierher gekommen ist. Die Antwort kommt wenig später angerauscht. Mit einer Seilbahn mitten im Dschungel kommen die Materialien an die Baustelle. Es ist das Werk von Matteo Hogan. Er ist der Gründer des Baumhausdorfes. Architekt und Bauleiter. Und natürlich war die Dschungelseilbahn auch seine Idee. Vor allem Amerikaner, aber auch einige Europäer bauen hier mit seiner Hilfe ein Baumhaus. Soweit es möglich ist, arbeitet Matteo mit Naturmaterialien aus der Region und unterstützt damit auch die Menschen in den umliegenden Dörfern. Die meisten Baustoffe werden als Rohstoff mit der Dschungelseilbahn angeliefert und erst auf der Baustelle bearbeitet. Selbst schwere Steine erreichen auf diesem Weg den Bauplatz. Und auch diese findet er in der Umgebung, in einem nahegelegenen Flussbett. Nachhaltige Bauweise ist bei einem Baumhaus besonders wichtig, denn es soll sich ganz in die Natur integrieren. Aber es sieht wirklich nach Schwerstarbeit aus. Und ich frage mich, wie Matteo auf die verrückte Idee gekommen ist, diese riesigen Baumhäuser so tief im Dschungel zu bauen. Ja, das
Das ist großartig hier. Wann habt ihr damit angefangen? Wir haben 2006 mit diesem Projekt angefangen und auch das Grundstück hier im Mai 2006 das erste Mal betreten. Meine Partnerin Erika hatte die Vision, im Regenwald zu leben und ihn gleichzeitig zu schützen. All diese Grundstücke hier wurden zum Abholzen angeboten und die Dschungeltiere überleben nun mal besser mit den Bäumen. Also haben wir beschlossen, dass Baumhäuser wohl die beste Lösung wären. So kann der Wald weiter wachsen und sowohl Menschen als auch Tiere können hier leben. Wir haben schließlich gelernt, wie Baumhäuser gebaut werden, und da Baumhäuser immer populärer, professioneller geplant und designt werden, dachten wir, das wäre auch für hier eine gute Idee. Wie viele Baumhäuser habt ihr inzwischen? Richtige Baumhäuser haben wir inzwischen 15 und 27 weitere Konstruktionen mit Plattformen und Seilrutschen. Häuser haben wir insgesamt 35. Dazu gehören alle Stelzenkonstruktionen, Büros, kleine Gästehäuser und die Gemeinschaftsküche. Reine Baumhäuser haben wir 15. Und das ist die allerneueste Konstruktion? Ja, das ist unsere allerneueste Konstruktion. Wir stehen ungefähr 3 Wochen vor der Fertigstellung und dann bauen wir die Möbel. Das wird wirklich ein großartiges Baumhaus, sehr nah am Wasserfall. Und wir sind nur ungefähr 5 Minuten vom Basiscamp entfernt. Das wird wirklich sehr schön. Du weißt, meine große Herausforderung ist, ein eigenes Baumhaus zu bauen. Vielleicht kannst du mir dafür ein paar Tipps geben. Klar können wir dir bei deinem Baumhaus helfen. Es kommt natürlich darauf an, was du haben möchtest. Eine Konstruktion auf Stelzen oder eine reine Baumkonstruktion oder eine Kombination aus beidem. Normalerweise sind die Stelzenhäuser etwas günstiger, weil in den reinen Baumkonstruktionen viel mehr Arbeitszeit drin steckt. Aber es kommt vor allem auf den Ort an, wo genau du dein Baumhaus bauen willst, und die natürliche Umgebung. Und was für einen Blick in den Dschungel. Das ist wirklich ein toller Ort, den Morgen oder den Abend zu genießen. Die Sonne geht in dieser Richtung unter, im Westen. Der Wasserfall, den du hören kannst, ist nur 100 Meter unter uns und es ist ideal zum Vögel beobachten. Aber nicht nur Vögel tummeln sich in den Wipfeln. Viele Pflanzen leben hier oben auf Ästen, um näher am Licht zu sein als am dunklen Urwaldboden. Viele Tiere folgen den Pflanzen, dem Lebensraum und der Nahrungsquelle, die sie bieten. Selbst Frösche haben sich auf die abgelegenen Regionen in den Wipfeln spezialisiert. Für Schlangen und andere Tiere im wahrsten Sinne des Wortes ein gefundenes Fressen. Aber auch viele Säugetiere leben in den Baumkronen, wie die Faultiere. Sie stellen die größte tierische Biomasse im ganzen Regenwald und sind dennoch schwer zu entdecken. Ganz weit oben und noch tiefer im Dschungel drin liegt auch mein Baumhaus für die Nacht. Ob das wohl genauso gut ausgestattet ist? Ja, das ist ja auch eine tolle Idee. Das Basishaus als Küche, Wohn- und Esszimmer und das Schlafhaus ganz oben in den Baumwipfeln. Da gehe ich mal zuerst schauen. Schlafhaus und Wohnhaus sind über eine Hängebrücke miteinander verbunden. Das Haupthaus wurde oben an einen Hang gebaut, sodass die Brücke fast ohne Steigung zum Schlafzimmer führt. Obwohl es hoch oben im Baum in etwa 20 Metern Höhe gebaut wurde. Der riesige Lorbeerbaum führt mitten durch das Baumhaus. Zumindest in der unteren Ebene, die als Eingang und Treppenhaus fungiert. In der zweiten Etage ist der Baumstamm geschickt in den Außenbereich integriert. Das ist fantastisch. Das hängt wirklich nur an diesem Baum. Hier ist es auch nicht so schlimm, wenn ein paar Tropfen Regen durchkommen. Auf der Terrasse ist die direkte Berührung mit den Wipfeln der Urwaldriesen eine spannende Erfahrung. Geschlossene Räume für die Nacht bieten hingegen Sicherheit vor Insekten, Schlangen und anderem Dschungelgetier. Und sogar hier oben gibt es noch fließendes Wasser, woran man merkt, dass Baumhausprofis mit Liebe zur Detailgestaltung am Werk waren. Das Bad lässt allerdings etwas zu wünschen übrig. Aber in der Höhe ist auch dies schon eine Meisterleistung. Mein Baumhaus für heute Nacht, 20 Meter über dem Dschungelboden und wirklich ein richtiges Baumhaus in diesen Urwaldriesen reingebaut, um ihn herum gebaut.
Für eine Nacht ganz toll, auf die Dauer wäre das vielleicht doch nichts für mich. Ein Traum von einem Baumhaus, aber für den Alltag ein wenig zu weit abseits im Dschungel. In den tropischen Gefilden wird es das ganze Jahr über pünktlich um 6 Uhr stockfinster und während der langen Regenzeit gibt es fast täglich Gewitter. Mein nächstes Ziel liegt etwas weiter nördlich am Rande des Nationalparks Manuel Antonio, an der Pazifikküste, zwischen Traumstränden und einem besonders artenreichen Urwald. Hier soll ein ganz außergewöhnliches Baumhaus zwischen den Wipfeln stehen. Ein Flugzeugbaumhaus. Eine komplette Maschine hängt hier in den Baumkronen von Manuel Antonio. Und die ist keineswegs abgestürzt, sondern ein ausrangiertes Modell, das in Einzelteilen hergebracht und in den Wipfeln auf einem großen Pfeiler wieder zusammengebaut wurde. Wie das bloß in den Dschungel gekommen ist, frage ich mich und bin völlig fasziniert. Das ist natürlich auch eine tolle Idee, einfach ein Flugzeug in die Baumkronen zu setzen. Ich bin mal gespannt, wie das Baumhaus innen aussieht. Ein ziemlich ambitioniertes Projekt, vor allem deshalb, weil das Flugzeug innen auch noch ausgebaut ist, wie ein richtiges Baumhaus. Das ist ja unglaublich. Es hat sogar eine Küche, einen Esstisch und ich glaube 2 Zimmer. Fantastisch. Das ist ja super luxuriös. Das ist ja ein richtig Luxusbaumhaus für heute Nacht. Mein Flugzeugbaumhaus heute Nacht, das hätte ich ja nicht erwartet. Mitten in den Bäumen. Und im Cockpit, das Bad, das ist ja der Hammer. Bad mit Cockpit, das habe ich auch noch nicht gehabt. Hier wird einem bestimmt nie langweilig bei der Aussicht. Und es gibt noch mehr zu entdecken. Neben dem Wohn- und Esszimmer ist auch das zweite Zimmer komplett ausgestattet und mit Holz verkleidet. Während die Fenster und das Cockpit nicht im Original erhalten, würde von innen nichts an ein Flugzeug erinnern. Auf den Tragflächen sind Eingang und Terrasse mit einem traumhaften Blick auf den Pazifik. Hier treffe ich auch endlich den Schöpfer dieses ungewöhnlichen, wohl einzigartigen Wipfeldomizils, Alan Templeton, ein Visionär und Aussteiger aus den Vereinigten Staaten. Alan, ich bin wirklich wahnsinnig beeindruckt von deinem Flugzeugbaumhaus. Wie bist du auf die Idee gekommen? Der Auslöser und eigentliche Moment war, als ich einen Artikel im Forbes-Magazin gelesen habe. Es ging um einen Typen, der Dutzende Boeing 727-Flugzeuge in Smirnoff, Texas hatte und dem ein eigener Flugplatz gehörte. Er bewarb diese 727-Flugzeuge als Häuser zum Wohnen, aufgebockt auf einem Podest. Diese Podeste hatten Drehmechanismen, sodass sie sich im Wind drehen und einem Hurrikan standhalten konnten. Sie sollten sich immer mit dem Wind, quasi wie ein Flugzeug mit dem Jetstream, bewegen, damit sie Hurrikans mit Geschwindigkeiten weit über 800 Stundenkilometer standhalten und angeblich jedem Sturm trotzen konnten. So war zumindest seine Werbung. Er hatte viele Bilder in dem Artikel und schrieb ausführlich darüber. Also habe ich ihn angerufen und ihm gesagt, dass ich die Flugzeuge gerne sehen würde, weil sie perfekt für die Pläne für mein Grundstück in Costa Rica in Manuel Antonio wären. Worauf er antwortete: Das war alles Photoshop. Ich habe nie eines gebaut. Du kannst sie nicht in echt sehen. Das war nur eine Idee. Darauf sagte ich ihm: Ich werde eines bauen, aber ohne das drehbare Podest, das sich nach dem Hurrikan ausrichtet. Es gab also kein fertiges Flugzeughaus in Texas, aber diese Maschine kam dennoch von dort? Diese Boeing 727 kommt ursprünglich aus der Fabrik aus Washington und wurde für die South African Airlines gebaut. Das war 1965 und wirklich eine der allerersten Jetflugzeuge, die in Amerika gebaut wurden. Erst gab es die 707, aber dann kam die 727 als zweites Jetmodell.
1990 ließ man diese Maschine auf dem Flughafen einfach zurück. Und seither stand sie dort zwischen den beiden Startbahnen. Ja, in San Jose, Costa Rica. Sie haben alle Sitze herausgenommen und auch die Maschine, die Turbinen, einfach alles, sodass nur noch die Flugzeughülle übrig geblieben ist. Veranlasst hat das ein Mann aus Indien mit einem Transportunternehmen, der in New York lebte. Und nachdem er alles aus der Maschine herausgeholt hatte, konnte er nichts mehr damit anfangen. Er hat sie deshalb auseinandernehmen lassen, weil alle Stahlteile verrostet waren und die Maschine nicht wieder flugtauglich gemacht werden konnte. Da war einfach zu viel Korrosion. Alles aus Stahl war verrostet, also hat er herausgenommen, was er verkaufen konnte und ließ den Rest zwischen den Rollfeldern. Es hat mich 5 Jahre gekostet, ihn zu finden. So he took out what he could, sold what he could, chopped off the wings, sold the wingtips, sold the tail, and he left it there. And it took me 5 years to find him. Nun ist das ja auch ein Baumhaus. Hast du zuerst die Idee gehabt, ein Baumhaus zu bauen? Ich glaube, ich hatte zuerst die Idee, etwas auf einen Podest zu bauen. Ja, das war der erste Gedanke. Ich hatte ein Stück Land und keinen Meerblick. Dann kam die Idee, ein Haus 10 Meter über dem Boden zu bauen. So hat alles begonnen. In den Lüften, zwischen den Urwaldwipfeln, mit einem Blick auf die endlosen Weiten des Ozeans. Das gehört auch zu meinem Traum von einem Baumhaus. Ein Flugzeug muss es nicht sein. Aber der Traum vom Fliegen gehört auch ein wenig zur Vision vom Glück in den Wipfeln. Über und zwischen den Kronen zu schweben. Und den erfüllen die Ziplines, die vielen Seilrutschen, die es inzwischen im ganzen Land gibt. Ursprünglich für die Erforschung der Baumkronen entwickelt, gehören sie heute zu den Highlights abenteuerlustiger Touristen. Obwohl ich einst nur zur Erforschung des Dschungeldachs durch die Wipfel schwebte, kann ich dem Abenteuer viel abgewinnen. Ich stelle mir vor, wie es wäre, so von Baumhaus zu Baumhaus zu schweben. Beflügelt von vielen Ideen kehre ich zurück zu dem Ort, wo vor Jahrzehnten mein Traum von einem Baumhaus im Dschungel von Costa Rica begann. Auf der Halbinsel Nicoya im Nordwesten des Landes. Holz statt Hamburger war mein Motto. Und mit dem Aussteiger Roland Lelaire habe ich Ende der 80er Jahre angefangen, Bäume zu pflanzen. Roland lebt auf der Plantage und für die Bäume. Auf den ehemaligen Rinderweiden stehen jetzt üppige Wälder. Und mit dem Holz von einigen meiner Bäume will ich jetzt mein Baumhaus bauen. Meine Setzlinge von damals sind nun riesige Bäume, die tausende Tonnen von Kohlendioxid gespeichert haben. Es sind ganz besondere Bäume, die es nur in dieser Region gibt und die vom Aussterben bedroht waren. Pochote werden sie genannt und gehören zu den Kapok-Bäumen. Ich war schon eine Weile nicht mehr in meinem Wald, vor allem nicht in der Regenzeit, wenn er saftig grün ist und die Schlingpflanzen alles erobern. Das ungeheure Wachstum dieser Tropenbäume. Die sind ganz schön groß geworden, 30 Jahre. Ich erinnere mich noch, als wir die gepflanzt haben, Roland. Ja. Könnte die 30 Meter erreichen, ja? Ja. An den Baumwipfel dürfte die 30 Meter reichen. Ja, ein paar müssen wir auch rausschneiden und ein bisschen sauber machen. Aber ich sag dir, Roland, wenn der erste Baum fällt, muss ich bestimmt weinen. Das ist wie kleine Kinder hier für mich, die Bäumchen. Ja, so lange gehegt und gepflegt, seit so vielen Jahrzehnten. Aber wir pflanzen für jeden Baum einen neuen, vielleicht nicht nur Pochote. Ich meine, das ist ja Varietät. Ich meine, wir haben ja verschiedene Bäume. Und du hast ja sicher noch die Inventarliste.
Von der Rinderweide zum vielfältigen Dschungel, dank heimischer Arten, die wir gepflanzt, gehegt und gepflegt haben. Auf der Plantage stehen auch noch riesige, große, alte Urwaldriesen, die einst auf den Weiden den Rindern Schatten spendeten und inzwischen wieder von den Urwaldbewohnern erobert wurden. Roland zeigt mir aber auch noch einen anderen Forst, der gerade gefällt wird. Einen Teakwald. Teak ist ein asiatischer Baum und das Holz unheimlich begehrt. Zerstört aber den Boden und die Artenvielfalt hier, weil er nicht heimisch ist. Das war auch ein Ritter? Die meisten Plantagenbesitzer sägen ihren Teakwald auch radikal ab. Sobald die Bäume groß genug sind für den Holzverkauf. Holzplantage ist eben nicht gleich Holzplantage und nachhaltig sieht anders aus. Aber das Holz findet immer einen Abnehmer. Und wer nicht für die Natur und das Klima aufforstet, sondern für den Profit, pflanzt hier Teak. Aber es gibt auch keine internationale Unterstützung für das idealistische Aufforsten mit verschiedenen heimischen Arten. So musste auch Roland etwas Teak anpflanzen. Die Plantage liegt nicht weit vom Strand entfernt, wo Roland früher auch gewohnt hat, als es noch ganz einsam war und sich kaum Touristen hierher verirrt haben. Das hat sich längst geändert. Nosara wurde zu einem der schönsten Strände weltweit gekürt. Und einsam ist man hier schon lange nicht mehr. Aber noch immer reicht der Dschungel bis an den wilden Strand. Und von der Zivilisation ist hier kaum etwas zu sehen. Costa Rica hat die Region zu einem Schutzgebiet erklärt. Und niemand darf direkt an den Strand bauen. Mein Baumhaus will ich auf einen Hügel über der Küste bauen, mit dem ich viele Erinnerungen verbinden. Hier habe ich Costa Rica kennen und den Dschungel lieben gelernt und ein kleines Grundstück gekauft. Wie Alan mit seinem Flugzeugbaumhaus will ich von meinem Baumhaus aus auch das Meer sehen können. Matteo, ein langjähriger Freund aus der Nachbarschaft, hat eine Leiter mitgebracht und macht mir den Weg zu den Bäumen frei. Wow. Damit ich schauen kann, auf und zwischen welche Bäume ich das Baumhaus haben möchte. Er kennt sich auch mit den Sträuchern und Bäumen besonders gut aus, weiß, welche Früchte und Blätter die Affen und andere Tiere besonders lieben. Diese müssen auf jeden Fall stehen bleiben. Ja, zum Beispiel dieser Baum ist ein Robo. Und ja, diese Früchte mögen die Brüllaffen besonders. Und das ist eine Zeder. Da drüben, dieser Ast ist eine Frangipani. Ist das auch Zeder? Nein, da drüben ist alles Robo. Mhm. Eso es Cedro. No? Todos son Robo. Ein Früchteparadies für die Affen. Ich habe einen dieser Affenbäume ausgesucht, um von der Leiter aus zu schauen, wie es in den Wipfeln aussieht. Es ist nicht der höchste und stabilste Baum, aber ungefähr dort, wo ich einmal mein Baumhaus hinbauen möchte. Hier, zwischen den Wipfelpfaden der Brüllaffen und den duftenden Frangipani-Kronen, soll es einmal stehen. Mein Wackelig. Baumhaus. Für den Meerblick bin ich noch nicht hoch genug, aber ich bekomme einen guten Eindruck, wie es hier in den Wipfeln aussieht. Etwas wegnehmen. Versteckt zwischen den Baumkronen beobachten mich auch schon die eigentlichen Wipfelbewohner, die die Früchte dieser Bäume so sehr lieben. Die Brüllaffen. Ihr Paradies soll unangetastet bleiben und ich hoffe, sie werden mich als neue Nachbarin akzeptieren. Aber bis dahin wartet noch viel Arbeit auf mich. Direkt nebenan stand Rolands früheres Haus. Erst jetzt sehe ich, dass nichts davon übrig ist. Zumindest von dem Gästehaus, wo ich immer gewohnt hatte. Ja, hier wird furchtbar gehämmert und gesägt. Viele Jahre war hier mein kleiner Rückzugsort. Und ich hoffe, dass wenigstens das Haupthaus stehen bleibt.
Das war damals das Haus vom Roland, der die Bäume gepflanzt hat, mit dem ich auch meine Bäume zusammengepflanzt habe, die ich jetzt für mein Baumhaus verwenden will, aus denen mein Baumhaus wachsen soll. Und seitdem hat mich dieser Platz hier nicht mehr losgelassen. Und deswegen wollte ich unbedingt hier an diesem Platz, auch wenn auf meinem Stück nicht die allerbesten Baumhausbäume wachsen, aber dieser Platz ist einfach so wunderschön, dass ich hier bleiben möchte. Auch nach dem Verkauf kommt Roland immer wieder her, um die Magie des Ortes zu spüren. Roland, hier hast du dich in Land und Bäume verliebt? Jawohl, das war. Das ist also. Da, als vor 30 Jahren kam ich hier an, das war mein erstes Zuhause. Das war also. Da hat die ganze Mangroven, alles ist noch so, wie es war. Und da habe ich mich. Da kam ich auf die Idee mit den Bäumen. Dachte ich, das ist eine gute Idee, aufzuforsten und wieder Bäume dahin zu stellen, wo sie abgeschnitten worden sind. Da haben wir noch ein schönes Stück. Das ist der Tisch aus Maragoni Massiv. Der war die ganze Zeit schon da. Das war mein Platz, wo ich gefrühstückt habe, mit der wunderschönen Aussicht da. Da haben wir natürlich auch noch da oben einige wunderschöne Bäume, die noch von früher da waren. Wunderschöne, wenn man diese Koloss. Ja. Aber du konzentrierst dich jetzt ganz auf die Plantage und kommst hier zum... Ich konzentriere mich komplett auf die Plantage. Ich habe mittlerweile eine andere, weitere Plantage weiter oben Richtung Nicoya. Und komme hier, um den Blick zu genießen. An dieser Sicht wird sich nichts ändern. Die Wälder und Mangrovensümpfe stehen unter Naturschutz. Doch was mit seinem einstigen Haus passiert, ist ungewiss. Es ist schon fast schicksalhaft, dass mein einstiger Rückzugsort im Dschungel fällt, während ich mein eigenes Baumhaus nebenan plane. Doch für die Umsetzung brauche ich erst einmal einen Architekten, der hier Baumhäuser bauen kann. Nach langer Suche finde ich einen alten Bekannten aus der Schweiz, der inzwischen hier wohnt und arbeitet. Bonjour, Olivier. Roland hatte mir den Tipp gegeben. Bonjour, Olivier. Merci. Das ist toll. Ich habe gehört, du baust ein Baumhaus. Ja. Ich habe alle Leute gefragt. Ich habe mir so viel Gedanken gemacht, wie ich mein Baumhaus hier baue. Und dann hat mir der Roland gesagt, dass du hier sowas planst. Ja. Kannst du mir das zeigen? Ja, klar. Es ist das? Ja, das ist das. Zeichen, wir haben schon gemacht, aber das für eine ganz andere Kunde, so, dann sollen wir schauen, was du willst. Ja. Es hängt viel davon, was für ein Bau du hast auf dem Grundstück. Oh, so ein großes, schönes werde ich mir sicher nicht leisten können. Und ich habe auch leider nicht so einen schönen, großen Guanacaste-Baum auf meinem Grundstück. Und wir haben gestern da ein paar Fotos gemacht, sind mit der Machete durchgegangen, also nicht ich. Ich habe auch schon mal Fotos gemacht. Ich weiß ein bisschen, wo dein Grundstück ist. Ich habe schon ein Haus gezeichnet und gebaut, ganz neben von diesem Grundstück. So, ich habe durchgefahren ein bisschen. Diese Bäume, die werden ziemlich schnell hoch, aber die sind nicht so stark. So, darum werden wir sicher das Haus nicht so ganz auf die Bäume haben. Das ist nur so. Yeah. So, das ist die echte so Baumhaus. So. Der Baum ist in der Mitte und es ist nur ein Zimmer und es wächst mit dem Baum. Der gute Teil, mit das Haus nach oben zu haben, ist, dass es ist nicht so hoch, weil die Luft, der Bries von der See kommt unten dein Haus und dann es ist kühler aus. Die ganze so von oben und unten dann die Brise, das hilft viel für die Hitze, weil hier ist ziemlich heiß immer so ganz die ganze Jahre lang. So dann hast du eine dann es hilft es für diese. Und es hilft für die Ökologie auch, dann brauchst du keine Klimaanlage. Nee, Klimaanlage will ich auch nicht. Meinen Traum von einem Baumhaus bin ich einen Schritt näher gekommen. Doch bis ich das Glück in den Wipfeln genießen kann, ist es noch ein weiter Weg. Der Anfang ist gemacht, der Ort für mein Baumhaus festgelegt. Und ich konnte meinen Architekten erste Ideen übermitteln. Bis es richtig losgeht,
wird die Sonne noch oft untergehen. Und für die endgültige Planung will ich mich noch ein wenig von Baumhäusern in der ganzen Welt inspirieren lassen. Minha floresta morta. Minha floresta morta.